Wir haben vom Bündnis gegen Rassismus noch eine Sprecherin. Rassismus angreifen. Solidarität mit Jimmy C. Wir vom Bündnis gegen Rassismus stehen hier heute in Solidarität mit Jimmy C., weil er in der Nacht zum Montag im Kuhdorf von Rassisten brutal verprügelt wurde. Wir verurteilen diesen brutalen und rassistisch motivierten Angriff gegen Jimmy C. und wir verurteilen auch diese Gesellschaft, die solche TäterInnen produziert. Wir zeigen heute und hier, dass Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. An- und Übergriffe von Nazis, Rassisten und Rassistinnen auf Menschen, die nicht in ihr krudes Weltbild passen, sind weder Randerscheinung noch eine Seltenheit in diesem Land. Doch weder politisch Verantwortliche noch Institutionen setzen sich mit dieser Wirklichkeit auseinander. Stattdessen werden solche Übergriffe als extremistische Einzelfälle heruntergespielt. Mit Jimmy C. hat es zum Jahreswechsel einen weiteren Menschen getroffen, der wegen seiner vermeintlichen Herkunft beleidigt, brutal zusammengeschlagen und erheblich verletzt wurde. Als unerträglich empfinden wir die Pressemitteilung der Polizei, die nicht zum ersten Mal jeglichen Hinweis auf einen rassistischen Hintergrund eines Angriffes vermissen lässt. Warum die Polizei zudem nicht rechtzeitig vor Ort erschienen ist, muss lückenlos aufgeklärt werden. In einer ergänzten Version der Pressemitteilung spricht die Polizei dann von einem fremdenfeindlichen Angriff. Wir fragen uns, wer eigentlich ist hier fremd? Uns sind Rassistinnen, die solche gewalttätigen Übergriffe an Menschen verüben, fremd. Unsere uneingeschränkte Solidarität gehört Jimmy C. und allen Betroffenen und ihren Angehörigen von Übergriffen durch Nazis und RassistInnen. Wir schauen nicht weg. Deshalb fordern wir erneut endlich wirksame Konzepte und Handlungsstrategien von der herrschenden Politik gegen jede Erscheinungsform von Rassismus statt politische Statements ohne Konsequenzen. Eine seit langem geforderte gesellschaftliche Debatte über Rassismus sowie die Existenz rassistischer und sozial ausgrenzender Gesetze, die systembedingten Ursachen, die Beteiligung von Teilen der Politik, Medien und Gesellschaft an rassistischer Stimmungsmache ist überfällig. Das Bündnis gegen Rassismus setzt sich ein für eine solidarische, emanzipierte und gerechte Gesellschaft ohne Rassismus.